Also, 1, 2, 3, hallo, jetzt sind wir hier wieder von Espresso TV. Wollen wir euch jetzt mal was Besonderes zeigen. Eine Maschine, die es so nämlich gar nicht gibt. Und zwar schaut die aus wie ein Katamaran. Gehen wir gerade mal mit. Hier. Merkmale, das hier ist das Segel. Also die Front ist praktisch geformt wie ein Segel. Der Kessel hier hinten ist offen, aber der ist doppelt isoliert. Also man kann ihn auch in betriebsbereiten Zustand hier anfassen. Das ist also gar kein Problem. Hier ist die Tassenabstellfläche. Hier wunderschöne Kipphebelventile für Dampf, Vapore und Agua. Auf der anderen Seite Heißwasser. Hier unten haben wir das Kesseldruckmanometer und hier oben haben wir natürlich die Brühgruppe. Das ist eine professionelle Brühgruppe, schön kalt verchromt, wunderbar, und die hat natürlich richtig Power. Das heißt, wenn ich hier ziehe, muss ich das mit beiden Händen machen, so. Und dann darf man das natürlich nicht einfach loslassen, sondern muss das mit ein bisschen Gefühl machen. Vor allen Dingen, wenn da jetzt nichts drin ist, also muss man natürlich aufpassen, sonst haut es einem das Teil um die Ohren. Aber für mich wunderbar gelungen. Vom Edelstahldesign ist es also ein richtiges Kultobjekt, was es so in der Art noch gar nicht gibt. Und da braucht es halt irgendwelche verrückten Designer, die auf so eine Idee kommen. Und wer könnte das andere sein als der Antonio? Und den stelle ich euch dann gleich vor. Antonio Nuri goes Katamaran, Espresso Katamaran. Okay, dann bis im zweiten Teil gleich. Ciao.